So, wir hatten es bereits angekündigt nach unserem Beitrag über die Kostenexplosion des neuen Bistumssitzes, des Bischofssitzes in Limburg. Auf 31 Millionen Euro sind die Kosten am Ende gestiegen. Wir wollen uns noch mit einem Verwaltungsrat unterhalten und der steht uns jetzt in Mainz zur Verfügung. Es ist Jochen Riebel, er ist ehemaliger hessischer Minister für Bundesangelegenheiten, Rechtsanwalt und Mitglied im bischöflichen Verwaltungsrat in Limburg. Schönen guten Abend, Herr Riebel. Einen wunderschönen guten Abend. Herr Riebel, Sie fühlen sich vom Bischof hinters Licht geführt. Inwiefern? Ja, weil der Bischof über Monate, um nicht zu sagen über Jahre hinweg, all das, was seine eigene Satzung, die er in Kraft gesetzt hat, die Regularien für den bischöflichen Stuhl zu Limburg, weil er selbst die nicht beachtet und gröblich verletzt hat. Wie konnte das denn jetzt passieren, dass die Kosten so dermaßen aus dem Ruder gelaufen sind, obwohl Sie ja als Überwachungsinstanz fungieren? Ja, da muss ich mit einem Irrtum aufräumen. Wir sind nicht ein Überwachungsinstitut, wir sind nicht vergleichbar mit einem Aufsichtsrat, sondern wir sind ein Gremium, das nach den Regularien einen Haushaltsplan zu beschließen hat und wenn es einen Haushaltsplan nicht gibt, einzelne Projekte zu genehmigen hat. Wir haben keine Hohlpflicht oder Hohlverpflichtung, sondern es gibt uns gegenüber eine Bringschuld, die der Bischof hätte erfüllen müssen. Und er hat sie nicht erfüllt. Wir haben angemahnt und nachdem über Wochen und Monate nichts geschehen ist, hatten wir bei der vorletzten Sitzung erklärt, etwas heftiger als sonst. Jetzt erwarten wir bis zum nächsten Montag, das war gestern, endgültig Zahlen. Dieser heftigen Bitte ist dann entsprochen worden und die Zahlen haben wir gestern öffentlich gemacht. Der Bischof hat in seiner Presseerklärung, die seit gestern Abend im Internet zu lesen ist, wieder einmal gelogen. Ich betone ausdrücklich gelogen, weil er dort hat sagen lassen, dass der bischöfliche Vermögensverwaltungsrat die Zahlen festgestellt hat. Diese Behauptung insinuiert. Herr Riebel, das sind ja sehr, sehr deutliche Worte von Ihnen, wenn Sie den Bischof sogar der Lüge bezichtigen. Welche Konsequenzen muss das denn Ihrer Meinung nach jetzt haben? Ja, die muss der Bischof mit sich selbst und mit dem Heiligen Vater in Rom ausmachen. Aber lassen Sie mich noch mal den Gedanken zu Ende führen. Eine Erklärung, der Vermögensverwaltungsrat hat die Kosten festgestellt. Diese Erklärung insinuiert, wir hätten sie geprüft und festgestellt. Das ist die Unwahrheit. Nicht der Bischof, nicht wir haben Zahlen vorgelegt, sondern der Bischof hat uns Zahlen vorgelegt. Die haben wir weder festgestellt noch geprüft, sondern nur zur Kenntnis genommen und haben festgestellt, dass die Kosten insgesamt rund 31 Millionen betragen. Das ist die Wahrheit. Jochen Riebel war das, Mitglied des Verwaltungsrats des Bistums Limburg. Vielen Dank, Herr Riebel.